whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Heute habe ich Ihnen eine ganz besondere Flasche mitgebracht, und zwar den Glenlivet 21 Jahre. Dieser Glenlivet ist jetzt nicht irgendein 21-Jähriger, sondern der 21 Jahre Archive. Das heißt, er stammt aus einer besonderen Sammlung, einem besonderen Reservoir an Whiskys, die man besonders aufwendig und lange nachreift. Dieser Archive ist nun 21 Jahre alt und hat damit den Ritterschlag und den Single Malt Whiskys erreicht. Und er stammt aus der Brennerei Glenlivet. Manche mag das jetzt nicht sagen, aber eine ganze Region, Glen steht für Tal, Livet ist der Fluss, die gesamte Region um das Tal Livet, Glenlivet, bekam durch diese Brennerei ihren Namen. Und manche Brennerei in der Nähe setzte sich zu dem eigenen Namen Glenlivet dazu, um von diesem hervorragenden Ruf dieser Brennerei zu partizipieren. Deswegen ging Glenlivet hin und nannte sich The Glenlivet, der oder das Glenlivet, also herausgehoben, nur das Einzige. Und das ist auch der Grund, warum wir im The Whisky Store uns das The davor gesetzt haben. Wir sind nicht irgendein Whisky Store, wir sind der Whisky Store. Also The Glenlivet. Und diese Flasche macht nun einen auf Retro, hat ein geriffeltes Glas, hat einen alten Pressrand, halt ein sehr schöner Retro-Look. Leider gibt es diese Flasche nicht mehr. Der modernere Glenlivet 21 Jahre kommt in einem Holzrahmen, sehr aufwendig, aber auch deutlich teurer. Diese Flasche war damals noch billiger, doch der Inhalt ist sehr, sehr vergleichbar, auch wenn es von Charge zu Charge gewisse Unterschiede gibt. Nun lassen Sie uns diesen Single Malt mit dem Ritterschlag probieren und mal schauen, was da so wirklich in diesem Single Malt drinsteckt. Ganz ölig und dunkel fließt der Single Malt in das Glas und man riecht sofort den Sherry. Dieser Single Malt Whisky reift in einem Sherryfass und damit trägt er jetzt nicht nur zusätzliche Aromen vom spanischen Sherry in sich, sondern vor allem aus dem europäischen Holz, aus der europäischen Eiche, diese Kraft, die den Ex-Bourbon-Fässern mit dem American White Oak Holz halt fehlt. Und das gibt diesem Single Malt nach 21 Jahren ein unheimlich starkes, voluminöses Aroma mit Frucht, Eiche und Sherry. Die volle Ladung an Aromen, Würze und Eiche, etwas trocken, etwas Bitterkeit, so wie Zartbitterschokolade, dunkle Schokolade. Wer mit dieser Bitterkeit nicht zurechtkommt, wer Zartbitterschokolade nicht mag, der sollte sich auch so einen Glenlivet 21 Jahre nicht gönnen. Er könnte enttäuscht werden. Wer aber diesen zartbitteren Noten in der Schokolade etwas abgewinnen kann, unbedingt. Ganz toll. Dann so Weihnachtskuchen, Gewürze, Nüsse, Zimt und der Abgang warm, nachhaltig. Ein toller Single Malt. Heute leider nicht mehr so wirklich günstig zu haben. Etwas für ganz besondere Tage. Ich freue mich, wenn Sie in unserem Shop nach diesem Single Malt suchen. Ich werde den jetzt, nachdem ich die Kamera abstelle, austrinken. Er ist wirklich gut. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.